Und da sind wir wieder zurück in der Wüste. Und wie wir sehen, sind wir leider nicht bei Hurith. Denn, ja, es hat nicht lange gedauert, dann habe ich auch Hurith gefunden. Und ich habe auch Shakyor wieder gefunden. Ich glaube, den hatte ich ja am Ende der letzten Folge verloren gehabt. Die Sache war bloß, ich habe dann Matras abgegeben und habe dann da das Quest beendet. Und habe dann mal so testhalber einen Teleport nach Monterra, nach Morasul gemacht. Ja, und wie sollte es anders sein? Gonzales meine so, ihr könnt kein weiteres Risiko eingehen. Alle, die damit zu tun haben, werden umgebracht. Und alle ziehen die Waffen. So ist es halt. Dementsprechend musste ich den Spielstand wieder laden. Und alles, was wir gemacht hatten, war vollkommen umsonst. Deswegen haben wir jetzt zwei Optionen. Entweder ich lerne jetzt ganz schnell den Taschendiebstahl. Denn wir können hier den Taschendiebstahl machen. Zu schwer. Brauchen aber den schweren Taschendiebstahl dazu. Das Problem dabei ist, wir haben 60 Lernpunkte, wir brauchen 70 oder 75, glaube ich, weil genau diese 60 Lernpunkte komplett für die Diebeskunst draufgehen müssten. Wir brauchen 100 Diebeskunstpunkte, bevor wir den schweren Taschendiebstahl lernen können. Dann brauchen wir aber blöderweise noch, ich glaube 12 Lernpunkte brauchen wir für den schweren Taschendiebstahl selbst. Dementsprechend können wir das jetzt nicht lernen. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir lassen die ganze Sache hier jetzt einfach außen vor und können dann einfach irgendwann später mal zurückkehren und dann murksen wir sie hier alle ab, um Batras zu befreien. Ist eigentlich total dämlich, ganz ehrlich mal. Gonzales sagt zu mir, wenn Fabio im Weg ist, dann musst du ihn aus dem Weg schaffen. Also bring ihn um. Ja, ich bring ihn um, das ganze Dorf geht auf mich los. Ich muss aus Notwehr das ganze Dorf umbringen und danach sagt Gonzales, wir können kein Risiko eingehen, wir müssen nicht umbringen. Was soll der Scheiß? Also würde ich sagen, wir lassen die öden, blöden Assassinen hinter uns jetzt erstmal wieder, verlassen die wunderschöne Wüste und kehren zurück in kältere Gefilde. Ich muss bloß mal gucken, wo, ach doch, hier ist es doch, wo meine Teleportsteine sind. Wir müssen nämlich noch einen Abstecher nach Silden machen. Silden ist Okara, Kapdun, Geldern, wie sieht denn Silden aus? Ich weiß gar nicht, ja, Baum ist Nemora. Silden, ach, Jagd, ja. Jagd, Bogen und so, das ist Silden. Wir flattern hoch nach Silden, denn wir haben ja von Sibor Narad haben wir den Bauplan für das Schiff bekommen. Und das war mal ein Quest, das wir von Hadlord bekommen haben. Hadlord ist der Schiffsbauer in Silden, der am See sitzt und der will Schiffe bauen, hat aber keinen Plan von der Materie. Und deswegen mussten wir ihm einen Plan beschaffen. Und diesen Plan hat eben Sibor Narad, während er so dicht war. Wenn er so bekifft war, hat er den gemacht. Und deswegen geht es kurz ab nach Silden. Wir schaffen den Kram weg. Und danach wieder ab zum Hammerclan. Und dann sind wir wieder im ewigen Eis unterwegs. Und dann werden wir da mal schauen, dass wir dort ein bisschen weiterkommen. So, dauert natürlich wieder ein bisschen. Denn wir müssen ja einmal wieder quer durch die Welt hier. Auf einen anderen Kontinent, anderes Land, wie auch immer. Flattern. Aber da sind wir auch schon. So sieht's aus, wenn das Bild dann mal irgendwann aus seiner festgefrorenen Phase rauskommt, was es jetzt tut, wunderbar. So, dann muss ich mich jetzt bloß mal kurz orientieren, wo wir denn... Boah, komm schon, lad schneller die Welt. Ist ja schrecklich. Hast es dann? Der braucht ja ewig, um die Welt zu laden. Mensch. So, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, wir müssen... Müssen wir hier lang? Doch, ich glaube, ne? Schön, wie das Bild steht. Ich hätte doch in der Wüste bleiben sollen. In der Wüste war es besser. Ich glaube, bin ich falsch. Sieht aber interessant hier aus. Diese ganzen Kreise, Steinkreise kommen mir überhaupt nicht bekannt vor. Ich muss nur mal gerade auschecken, wo denn hier zur Hölle nochmal das Wasser ist eigentlich. Wo der See hier ist. Aber ich sehe schon, hier drüben ist es nass. Das sieht gut aus. Wir gehen einfach mal runter ans Wasser. Und dann latschen wir so lange drumherum, bis wir irgendwann auf Hadlord treffen. Der muss ja am Wasser sein und da kann ja kein hoher Stein im Weg sein. Denn der ist ja Bootsbauer und der stand meines Erachtens nach am Steg rum. Genau, und hier drüben ist ja dann diese Ecke mit den Fischerhütten und alles. So. Es fängt sich irgendwie nicht so richtig, ich weiß auch nicht. Da drüben ist er schon, er hämmert schon fröhlich an seinem Schiffsskelett rum. An dem Schiffsbau und irgendwie ist er hier überhaupt nicht weiterkommen. Ist auch egal. Jetzt hat er ja was. Hier, hab was für dich. Bei Inos langem Bart. Du hast mir gleich einen richtigen Bauplan gebracht. Na klar. Wo hast du das her? Ah, warte, das will ich gar nicht wissen. Schätze, das wird ein echtes Traumboot.
Supi, damit hat sich das auch schon erledigt. Ich trinke nochmal kurz was. Ich hatte gehofft, dass der Typ ein bisschen mehr in Sprechlaune ist, damit ich das hier unbemerkt machen kann, aber ist auch egal. Ja, haben wir mal ein Level Up wenigstens gekriegt. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt eigentlich? 70. Ja klar, 70. Kriegst 10 drauf beim Level Up. Ich bin blöd. Gut, ja. Egal, wir gehen zurück zum Hammer-Clan. Hammer, Hammer, Hammer-Clan. Da, wo der Hammer ist, ist auch der Hammer-Clan. So, zurück. Und dann würde ich sagen, die Orks, an die trauen wir uns mal noch nicht ran. Wir wollten aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit Mord ein bisschen durch die Gegend ziehen. Denn der sollte uns einmal den Mineneingang zeigen. Und dann auch den Wolfsclan. Der Wolfsclan war das nächste, was wir abklappern wollten. Danach dann noch irgendwann der Feuerclan natürlich. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal zum Wolfsclan hin. Lass uns zeigen, wo der ist. Ne, Kollege? Mach dir keinen Ärger, klar. Ja, ja. Nicht so pissig sein. So, ich glaube, oben war ja ansonsten nichts weiter. Da hüpfen wir hier mal fix runter. Das hätte er doch besser wissen müssen. So. Mord. Mord, Mord, Mord. Ich weiß nicht, ich finde die Rüstungen von den Nordmännern so hässlich. Naja. Egal, hier oben kann man auch nicht so auf Modegeschmack setzen. Hier oben muss es funktional sein. Also dick und schützend. Was waren wir denn jetzt den Guten? Ist er das hier hinten? Natürlich, ganz hinten in der Ecke und kifft sich eins. Okay. Zeig mir den unteren Eingang der Mine. Bleib dicht bei mir. Irgendwann ist auch da. Ach, schon wieder, Mensch. Wollte schon wieder was trinken, beziehungsweise hab auch getrunken, aber die sind immer so kurz angebunden irgendwie. Könnten noch mal ein bisschen mehr reden. Der könnte zum Beispiel sagen, ja, dazu müssen wir hier runtergehen und dann über die Brücke und dann links, rechts, rechts und unten lang oder so. Aber nein! Bleib dicht hinter mir! Und weg ist er. Folge mir unauffällig, sobald das Bild wieder flüssig läuft. So, dann nehmen wir uns mal den Säbelzahntiger vor. Bevor der Säbelzahntiger sich Mord vornimmt. Noch haben wir hier die strategisch günstige Position, weil er gerade noch in Richtung Mord gerichtet war. In Richtung Mord gerichtet ist auch schön. So. Nullo problemo. Hat uns doch noch erwischt. Ist es denn zu fassen? Na klar habe ich das. Denn das bist du, glaube ich, die armselige Kreatur. Egal, egal. Wo bist du denn? Armselige Kreatur hier drüben. Ach so, du willst noch wirklich bis dahin laufen, wo man gar nicht runterfallen kann, wahrscheinlich. Ach nee, wir gehen gar nicht da unten in die Richtung. Na gut. Oh, Ger. Und Wölfe. Das ist der Grund, warum ich Nordmar nicht mag. Man hat sofort einen Rattenschwanz an Viechern an sich dran kleben. Das ist nicht mehr feierlich. Muah! Wieso gehen die auf mich los? Alter! Bleib da mal weg, du Drecksack. Ja, Mord muss mit dem Rest klarkommen. Ist mir egal. Er ist selbst schuld. Ich hasse es, gegen Ogre zu kämpfen. Diese blöde Riesenreichweite, die die haben. Man kommt einfach nicht an die ran. Das ist das Problem. Und wenn die ja noch so zurückweichen, wie es hier in dem mit dem Patch ist. Oder mit dem... Ich weiß gar nicht, was das ist. Egal. Ja, mit diesem Community-Patch. Da lag es ja, glaube ich. So, und wieder hin. Da ist es nämlich noch ein Stück komplizierter. Da musst du immer den Schlag abwarten, damit sie dann nicht wegweichen können. Komm. Und zack. Und noch einmal. Komm. Oh, das war nicht so gut. Aber dafür ist er ja jetzt tot. So, einmal den Wolf beseitigt. Kein Ding. Wolfi ist kein Problem. Den nehmen wir mit. Oh, ernsthaft. So, Mord, kümmere dich mal. Ich trinke dabei mal eine Runde. So. Und Hossa. Ja, toll. Große Klasse. So. Der kann dann nicht mehr schnell genug zurückweichen. Ist es denn zu fassen? Dann muss ich es halt wieder so machen. Och nee, komm, hä? Oh, der muss nicht mal ausholen? Was ist das denn? Ich hasse diese Biester. Die sind so beschissen. Um dich ist es nicht schade. Verzeiht die ehrlichen Mutter, aber sie sind beschissen. So, wenigstens was zu saufen hat er einstecken. Können wir die Morgensterne eigentlich auch tragen?
die keine Morgensterne sind, weil sie Hämmer sind. Wäre lustig. Warte mal, jetzt will ich mal kurz gucken. Ja, Morgenstern, ja, wie sie... Ach, kann ich nicht tragen. Schade, das würde bestimmt geil aussehen. Das ist kein Morgenstern, aber erkläre das mal einem Ogre. So sieht's aus. Wir haben noch nicht mal die benötigte Stärke dafür, sehe ich gerade. Wir sind ja schon ziemlich stark, aber dafür reicht es dann immer noch nicht. Finde ich krass. Na gut. Wohin zieht's uns denn, Mord? Irgendwie habe ich das Gefühl, du läufst mit mir ins Nichts. Naja. Hier ist ja eigentlich alles nichts. Hier ist ja nirgendwo irgendwas. Aber sollte der Eingang in die Mine des Hammerclans nicht eigentlich in der Nähe des Hammerclans sein? Und war es so schlau, sich mit der ganzen Meute anzulegen hier? Bislang komme ich ja gut durch. Ja, bislang. Na super. Na super. So. Klickern wir uns mal wieder durch die Masse. So, erstmal den weg. So. Scheiße, die sind immer noch alle so auf mich ausgerichtet. Das nervt mich. Ja, na toll, wenn du mitten durch musst, dann trifft es dich natürlich, weil die von links und rechts kommen. Es ist aber toll, dass ich nicht mal einen Schlag ausführen kann, ohne getroffen zu werden. Was ist das denn? So, ich darf nicht mehr getroffen werden. Scheiße. Lauf. So, shit. Trink. Trink. Gut. So ist okay. So. Jetzt können wir uns um das Wollnashorn kümmern und die Goblins, die Gobbos, die sind ja nicht das Problem. Die können wir mal so nebenbei mit verspeisen. So, auch wenn sie uns mal treffen, es ist ja bloß ein Ast, der uns trifft. So, zack. Boah, was? Ja, ist klar. Ich find's auch geil, wie sie einen mit einem Ast verprügeln. Ich bin ein Held ohne Gleichen mit einer tierischen Robenrüstung, was weiß ich. Und da hab schon sonst wie viele Viecher weggeschnetzelt. Aber hey, von einem Goblin werde ich mit einem Ast niedergeprügelt. Oh, gut, dass ich abgewehrt habe. Um dich ist es nicht schade. Um dich wäre es auch nicht schade. Naja, sammeln wir mal. Eigentlich will ich nicht die Knüppel haben, ich will von den Wollnashörnern die Hörnchen haben. So. Damit wir zumindest mal ein bisschen Beute hier haben. Noch mehr? Nee. Wirst du fast von Hirschen überrannt hier. Unbelievable. Ich glaube, wenn wir hier hochgehen, wartet mal, ich will mal kurz gucken. Ja, dann geht's in Richtung Feuerclan. Genau, so hatte ich das irgendwie auch in Erinnerung. Na gut, Mord. Lass uns weitergehen. Lass uns Mord und Totschlag an allem ausüben, was uns in den Weg kommt. Ob es ja auch einen gibt, der Totschlag heißt? Oh Gott, war der scheiße. Ach du. Kacke. Ich ahne, was das bedeutet. Haben wir hier zufällig einen Schneeläufer rumstehen? Heißen die so? Ich weiß es nicht. Also ein weißer Schattenläufer halt. Egal. Ich will es nicht wissen. Wir hacken auf jeden Fall mal eine Runde. So. Denn wir haben uns ja das effiziente Schürfen beibringen lassen. Da lohnt sich das. 4 Erz geschürft. Und jetzt haben wir wieder bloß ein Schwert in der Hand. Ich hasse es. Warum ist das so konzipiert? Warum hat man das so programmiert? Es ist doch vollkommen dämlich, dass man dann die zweite Waffe, den zweiten Gegenstand, den man noch hat, ablegt einfach. Was soll denn der Mist? Naja. Was willst du machen? Ist halt so. Ist mir vorher auch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Zumindest nicht so extrem. Kann mich nicht dran erinnern. So, Säbelzahntiger, komm her. Ja, genau. Kümmere du dich mal um den von der Seite. Flankiere ihn. Du musst auch zuschlagen, aber. Sehr gut. Natürlich. Der hat gerade einen vollen Schwerthieb in die Seite gekriegt. Kümmert ihn nicht. Er haut einfach, er beißt einfach weiter zu. So. Um dich ist es nicht schade. Damit hätten wir von der Front her auch Ruhe. Natürlich sammeln wir alles noch ein. Wo ist denn der? Hier. So. Mord? Hier. Da geht's runter. Das sieht gut aus. Das sieht aus, als ob wir bald bei einem Eingang sind. Hier geht's zur Mine. Ab jetzt sollten wir vorsichtig sein.